Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem vorliegenden Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung setzen wir einen weiteren Punkt zur Verbesserung unseres Besteuerungssystems um. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist für mich der klare Beweis, dass es eben keinen Stillstand in unserer Steuergesetzgebung gibt. Wir werden heute die Besteuerung gerechter, einfacher, leichter administrierbar und gestaltungssicherer machen. Und das ist ein Erfolg, das ist generell unser Ziel und das ist eine Etappe, die wir heute erreichen. Das muss festgehalten werden, meine Damen und Herren. In Deutschland gibt es etwa 50 Millionen Anleger in Investmentfonds, immerhin 15 Millionen Deutsche besitzen Investmentanteile, viele durch ihre private Altersvorsorge. Wir sprechen hier von einer Größenordnung von etwa 2 Billionen Euro. Das zeigt zum einen die Dimension dieses Gesetzes, zum anderen aber auch die Bedeutung, denn wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren und stabilen Altersvorsorge. Im parlamentarischen Verfahren kam es zu immerhin 24 Änderungsanträgen. Das zeigt zum einen, welch großen Einfluss wir als Parlamentarier, insbesondere unsere Berichterstatter, auf den Gesetzentwurf genommen haben. Und sie haben ihn besser gemacht. Und zum anderen zeigt aber auch das Lob aller Fachleute, dass wir in dem parlamentarischen Verfahren offensichtlich vieles richtig gemacht haben mit dem vorgegebenen, nach den vorgegebenen Zielen. Ich möchte mich ausdrücklich auch beim Bundesfinanzministerium bedanken, bei den Mitarbeitern und allen voran dem Staatssekretär Dr. Michael Meister für die gute Zusammenarbeit. Betrachtet es, lieber Michael Meister, geradezu als ein Geburtstagsgeschenk, das wir heute mit dem Gesetz heute übergeben. Herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch an Michael Meister. Ja, wir haben einiges erreicht, auf das wir zu Recht stolz sein können. Ich nenne hier nur kurz etwa das Thema Immobilienfonds. Im Unterschied zum Gesetzentwurf schaffen wir eine Übergangsfrist, in der die Steuerfreiheit von Wertänderungen einer Immobilie bis zur Inkraftsetzung des Gesetzes erweitert wird. Das gilt allerdings nur, wenn natürlich zwischen Erwerb und Veräußerung der Immobilie 10 Jahre liegen. Durch das Investmentsteuerreformgesetz werden wir unter der Einhaltung von Steuerneutralität auf 3 Gebieten wesentliche Verbesserungen erreichen. Zum Ersten auf der rechtlichen Seite durch die unterschiedliche Behandlung von In- und ausländischen Fonds bei der Besteuerung von Dividenden bestehen akute europarechtliche Risiken, die wir mit Hilfe dieses Gesetzes beseitigen. In Zukunft werden inländische Dividenden bei in- und ausländischen Investmentfonds gleichermaßen auf Fondsebene besteuert. Dadurch schließen wir aus, dass gegen den Fiskus, also den Steuerzahler, Forderungen in Milliardenhöhe geltend gemacht werden können. Als Ausgleich für die Besteuerung auf Fondsebene werden dafür auf der Ebene des Anlegers Teile der Erträge von der Besteuerung freigestellt. Damit wird gesichert, dass es zu keiner Doppelbesteuerung kommt. Zum Zweiten nehmen wir bei Publikumsfonds einen Systemwechsel vor. Wir senken hier durch ein neues Besteuerungssystem die sehr komplexen Anforderungen an Publikumsfonds. Statt wie bisher über 30 Besteuerungsmerkmale abzufragen, werden wir diese auf 4 senken. Dadurch vereinfachen wir im Sinne aller Beteiligten, für die Anleger, für den Steuerzahler, als auch für die Finanzverwaltung, diese bis heute äußerst aufwendigen sogenannten Massenverfahren. Denn wir senken auf der einen Seite für die Wirtschaft den Aufwand für die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen, auf der anderen Seite verringern wir damit aber auch für die Verwaltung den Kontrollaufwand erheblich, meine Damen und Herren. Auch damit leisten wir, wie schon vor etwa einem Monat, mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens einen weiteren Beitrag zur Entbürokratisierung und Steuervereinfachung in Deutschland. Wir treten damit immer
neuen aggressiven Steuergestaltungen entgegen, sodass wir eine gleichmäßige, an der Leistungsfähigkeit orientierte Besteuerung erreichen. Und zum Dritten und Letzten wendet sich das Gesetz an Spezialfonds, also die institutionellen Anleger, die etwa 2/3 aller Anleger ausmachen. Hier ist bis heute der Gestaltungsspielraum eben sehr groß. Leider hat das dazu geführt, dass es dadurch zu großen Missbräuchen kam. Es wurde angesprochen. Diese werden nun weiter eingeschränkt. Der Gesetzentwurf beabsichtigt deshalb, die Umgehung der Dividendenbesteuerung durch Cum-Cum-Geschäfte zu unterbinden. Wir werden dies erreichen, indem wir die Anrechenbarkeit der Kapitalertragssteuer auf Dividenden an eine Mindesthaltefrist knüpfen. Künftig muss der Steuerpflichtige die Aktie für einen Mindestzeitraum von 45 Tagen halten und zudem ein Mindestmaß an wirtschaftlichem Risiko tragen, um die Kapitalertragssteuer steuerlich anrechnen zu können. Konkret bedeutet dies, dass der Entleiher einer Aktie einen Anteil des Wertänderungsrisikos übernehmen muss. Wir führen damit Haftung und Risiko wieder zusammen. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Gesetzes und für das Funktionieren der Märkte ist dies unerlässlich. Zudem verbessern wir die Anlagebedingungen für Spezialfonds, sodass sie in Infrastrukturprojekte investieren können. Dadurch leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung unserer in einigen Teilen maroden Infrastruktur. Zum Schluss, meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einmal verdeutlichen, mit dem vorliegenden Gesetz werden natürlich nicht alle Gestaltungen ausgeräumt. Das ist immer ein laufender Prozess. Wir haben aber schon mit der BEPS-Initiative und ähnlichen Vorhaben schon vieles vorangebracht. Und wir sind uns bewusst, dass ein weiterer Weg noch vor uns steht, den wir aber gezielt angehen wollen. Ansonsten wird durch aggressive Steuergestaltung und findige Steuerstricks letztlich unser gesamtes Gesellschaftssystem gefährdet. Das wollen wir nicht, das will diese Regierungskoalition nicht. Und deswegen lassen Sie uns diesen Tag heute als guten Tag sehen. Aber wir werden weiter an der Sache arbeiten, gemeinsam mit unseren Partnern in der Regierungskoalition. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster und letzter Redner in dieser Debatte hat Andreas Schwarz von der SPD-Fraktion das Wort.